ihr. Und damit hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play. Harvey. Nein, Edna. Edna bricht aus. Mit Harvey, mit dem kleinen Plüschhasen. Und da hinten steht auch Aluman. Und wir hatten hier den Entwicklerkommentar noch nicht angehört. Hatten wir den hier draußen schon angehört? Wahrscheinlich. Genau, der Yuppie stehen. So, wie üblich nehme ich das Spiel im Livestream auf Twitch, www.twitch.tv/danseber13, falls ihr auch mal zugucken möchtet. Vanni wartet ganz ungeduldig auf Droggelbecher und ich war das letzte Mal ja so fies. Ich habe mit Alu geredet, Alu zugequatscht und habe gesagt, so, alles klar, wir hören auf. Einfach damit Vanni das nächste Mal wieder zugucken muss. Edge. Hat funktioniert, Vanni ist im Chat. Dafür ist sie gerade im Skype abgeschmiert. Da ist sie wieder. Oder ich bin im Skype abgeschmiert, je nachdem. Grinst. Ja, wie sie grinst. Und wir hören uns jetzt erstmal Poki an. Edge. Droggelbecher. Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Droggelbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das ist halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Droggelbecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Droggelbecher-Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. In diesem Sinne, Droggelbecher. Frechheit, Poki nimmt das Geheimnis mit ins Grab. Er hat Droggelbecher gesagt. Ja, und jetzt rennt die Vanni weg. Dann wäre jetzt genau. Oh, schade, da ist sie schon wieder. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, Droggelbecher anzusprechen. Vertan. Und warten, bis sie weg ist und ihn dann einfach ansprechen. Mitkriegt. Voll fies. Nein. Was ich jetzt noch sagen wollte, bevor wir uns jetzt wirklich ernsthaft richtig tief wieder stürzen. Ganz großes Entschuldigung für das letzte Mal. Da habe ich meinen Stream-Overlay drin gehabt. Das wollte ich eigentlich im Nachhinein nicht. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es drin lassen wollte und habe halt vergessen, es wegzupacken. Mecker nicht, ey. Ich mecker doch. Ist alles gut. Wollen wir mit Droggelbecher sprechen? Wir schauen Droggelbecher erstmal an. Ein Traum von einem Mann. Traum. Der wohl eine Freundin hat? Es ist Droggelbecher, der hat bestimmt eine Freundin. Avi, was hältst du von Droggelbecher? Ist Droggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Hört man das Spiel ganz gut? Ich bin mir gerade nicht sicher, das kommt mir gerade ein bisschen leise vor. Ja, ich bin seine Frau, schreibt Mann. Das scheint so, als würde es gut ankommen, sich wahrscheinlich zu verstehen. Bisschen leise. Dann gehe ich nochmal kurz raus zu tappen. Erhöhen wir den Desktop-Audio hier rüber. Mal relativ deutlich. Jetzt wieder nach vorne. Folge zurück. Hat funktioniert. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Geil. Cool. Ich wette, nur die besonders toughen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Oh ja, besonders toughen Cops. Eigentlich. Mann. Ah. Lecker. Ich hab's kaputt gemacht. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Oh. Es gibt jedes Mal einen anderen Spruch, wenn man das bekommt. Ach, da hat er die Polizeimarke bekommen. Guck nochmal. Sonst mit ihm sprechen, Mann! Lecker. Und dazu noch dieses famose. Na gut. Hallo. Droggelbecher. Ist das dein Name? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Hallo.
Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Drogelbecher. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Wie können wir Drogelbecher denn beeindrucken? Was haben wir denn so Feines? Echt? Ich möchte Drogelbecher telefonieren. Ja? Hallo? Für dich? Drogelbecher? Drogelbecher? Und? Drogelbecher. Ja, die finde ich auch lästig. Ich möchte einen Wasserbecher. Dies ist ein Wasserbecher, kein Drogelbecher. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Drogelbecher. Ach so. Drogelbecher. In der kurzen Zeit? Drogelbecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Joach, Edna. Fußnagel. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Oh. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Och, könnte ich. Los, schlag zu. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Schlag zu, Edna. Los, schlag zu, Edna. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Na gut, endlich. Wollen wir ihn anmalen? Gibst du mir ein Autogramm? Drogelbecher. Na gut, aber ich komme drauf zurück. Kaputte Stuhlbein. Ich könnte ihm nie was zuleide tun. Mann! Nein. Männer wie Drogelbecher sind unbestechlich. Unbestechlich. Dann sagt ihr so Drogelbecher nichts. Ist okay. Hier, Polizei. Halt! Sonderkommissariat des paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogelbecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Drogelbecher. Cool. Ich meine, danke. Wachtelmeister Edna darf zum König. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Manni schreibt, hab ich schon gesagt, dass ich König Adrian hasse, wie der redet? So langsam. Das fiel mir auch gerade auf, bevor sie es geschrieben hat. Ich habe das nicht so ewig langsam in Erinnerung gehabt, aber ja gut. Ich würde sagen, bevor wir die Gesprächsoption durchgehen, hören wir uns Poki an, weil ich mag Poki. Ja, Adrians Kissenburg, tatsächlich eine Anlehnung meiner Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburg, natürlich in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also ich hatte drei Geschwister und tatsächlich erkenne ich hier auch
ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarn, Jungen, mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenbogen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, sag ich gerade, den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenbogen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenbogen nie so groß geworden sind. Scheiße. Eine goldene Medaille. Echtes Gold? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Okay, nur das. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Geht um Leben und Tod. Jetzt geht es um alles oder nichts. Aber jetzt verkacken Erfolg. Sie bei dem Over. Oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Oha. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl? Manni sagt Kopf. Kopf. Zahl. Ah. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Alter, jetzt flüstert er auch noch. Jetzt ist er auch noch so fucking leise. Was soll denn das, König Adrian, hä? Versuch's nochmal. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Oder Zahl. Wieder Kopf? Es klappt nicht. Ey, Hacker. Ich nehme wieder Kopf. Kopf. Zahl. Tja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Der arme Harvey da. Ja, Edna wirkt ihn ein bisschen, ne? Oder er sitzt da und sie hält ihn nur am Ohr fest. Ich bin mir nicht sicher, aber selbst dann... Naja, Kopf. Kopf. Zahl. Zahl. Tja. Der hat bestimmt eine Schummelmünze. Das wird sein. Der hat eine Schummelmünze. Dein Kopf, Adrian, den nehme ich. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Ich probiere es jetzt einmal mal mit Zahl. Zahl. Kopf. Ja, na, war klar. Ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Du bist ein elendiger Schummler. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Interessant. Es gewitterte.
Ich hatte meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ja, Vanni, das mache ich aber auch immer. Wenn es gewittert, erstmal ab aufs Dach. Erstmal ab aufs Dach, Füße in den Wassereimer und dann erstmal den Blitzableiter richten. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Cheerio. So, hier haben wir noch ein paar Brettspiele, ne? Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Ja, gut. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Erzähl mal, was da drin ist. Was gibt's da für Spiele? Ich kann Gesellschaftsspiele... Ja. Rede mit... Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Ah ja, das wird Cluedo gewesen sein. Ich verdächtige Stiesel mit dem Topflappen im Aufenthaltsraum. Ah. Ich verdächtige Droggelbecher mit der Zickzackschere im Heizungskeller. Definitiv, Droggelbecher ist der Mörder. Oder ich mach's wie bei dem einen Deponierteil mit dem... Ja, das geht natürlich auch. Ich verdächtige den Bienenmann mit dem Fußnagel in der Gruppentherapie. Okay. Ich verdächtige Edna mit Harvey vor Ednas Zimmer. Ich verdächtige Dr. Marcel mit... Das hatten wir schon. Ich verdächtige Stiesel mit... Okay, das wiederholt sich. Ansehen. Fang den Frosch. Okay. Knobelomania. Knobelomania. Mit der Kuh durchs Haus. Jazzi Fatale. Jazzi Fatale klingt auch nicht schlecht. Wo ist Bobo? Zu Gast bei Dr. Glibber. Ey, Edna kennt den Bienenmann noch nicht. Ja. Vertical Scrabble. Edna weiß auch nicht von der Gruppentherapie. Das Reinhard Fendrich Quiz. Sechs fliegt raus. Spargelzeit. Spargelzeit, das ist bestimmt auch lustig. Viele haben sich dann eingesprochen, verdammt. Oma kriegt die Tür nicht zu. Dinge im Bad. Dinge im Bad, interessant. Die Reiter aus der Mogelei. Trivial Pursuit. Die Schlümpfe-Edition. Oh, die Schlümpfe-Edition. Nice. Fang den Frosch. Fang den Frosch hatten wir schon. Knobelomania. Okay, wir sind durch. Schade. Ruhig noch ein paar mehr sein können. Das Sofa hier, können wir ich das kann später noch ausruhen. Ja, gut. Hier ist noch irgendwas. Hier wird zur Tür. Oma bekommt die Tür. Ja, sehr bitter für Oma. Ein Plakat. Hier steht Löffelknappheit. Oha. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Keks. Lass uns das. Na. Oh, das hast du kaputt gemacht. Ja, das ist schon gut. Nur für Personal. Ich behalte aber meinen Löffel. Oh, warte. Da kommen wir gleich wieder. Ich möchte mir erst Poki anhören, weil hier in dem Raum ist eigentlich nicht viel. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Wo ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können? Aber und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit dem Spuckekugeln. Du Spoiler-Poki! Dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Ich hab doch noch gar keine Zickzackschere und noch kein Ketchup und noch keinen Senf. Was soll denn das? Mann!